Grüß euch und Servus, liebe Fernsehfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie gut ist dein Kaffee? Es hat sich wieder jemand bei mir als Praktikant beworben und hat schon einiges an Fernseherfahrung gesammelt. Besonders gut kennt er sich mit Synchronsprechen aus. Und das hat er hier auch wunderbar vorgeführt. Bei uns heute zu Gast bei Wie gut ist dein Kaffee? Norbert Gastel. Eigentlich Homer Simpson, das seit 22 Jahren synchronisiert er die Simpsons und Homer, die Hauptfigur der ganzen Sache. Und heute ist er hier zu Gast als Bewerber in meiner Sendung. Ich freue mich, Norbert Gastel zu begrüßen. Hallihallo. Hallo. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Das hört sich so, ich entschuldige den Ausdruck, es hört sich so geil an. Hört sich geil an. Es hört sich wahnsinnig geil an. Aha. Soll ich jetzt mit meiner normalen Stimme weitersprechen oder wollen Sie lieber den Homer haben? Also wenn ich ehrlich bin... Also geil kommt sofort der Homer. Also ich bin, also wegen mir könnten wir es komplett als Homer durchziehen, aber das machen wir später noch, da kommen wir noch dazu im Laufe der Sendung. Ich möchte mal die Spielregeln am Anfang erklären. Ja. Ich meine, wir sind ja hier in einem Bewerbungsgespräch, ganz klar, Kameras laufen. Was nicht so klar ist, sind vielleicht meine Bewertungen und worum es hier geht. Sie kochen einen Kaffee für mich über die Sendung? Ich hoffe, Sie haben schon mal Kaffee gekocht. Nein, ich bin kein Kaffeekocher, überhaupt nicht. Ich trinke Tee. Ehrlich? Ja. Das ist auch, glaube ich, gesünder, aber heute wird Kaffee gekocht für mich von Ihnen und meine reizende Kollegin Daniela. Bringt mal die Utensilien rein. Aha. Eine wunderschöne Kaffeemaschine, zwei noch viel schönere Tassen. Und ich bewerte den Kaffee natürlich dann auch. Und wenn er mir schmeckt, dann sehen wir uns bald wieder. Wenn nicht, dann vielleicht nicht. Ja, vielleicht könnte mich dann als Kabelträger brauchen oder sowas. Ne? Das, also so degradieren würden wir sie nicht. Dann würden wir sie wahrscheinlich lieber Beiträge einsprechen lassen. Ach so. Wir haben da auch noch einiges vor heute. Und wir haben auch ein paar Aufgaben vorbereitet, wo wir im Laufe der Sendung dazukommen. Und dann wird kräftig bewertet. Und ich sage immer so schön, ich bewerte hart. Aber unfair. Das ist gut, und das sind meine Bewertungsschilder. Ich halte die mal in die Kamera. Wir haben einmal nicht zufriedenstellend. Hoffen wir, dass wir das heute nicht brauchen werden. Ist ja wie in der Schule. Nur noch schlimmer. Die Noten, meine ich. Dann haben wir bedingt zufriedenstellend. Aha. Und ich glaube, das wohl meistgenutzte Schild in Spe in der heutigen Sendung, voll zufriedenstellend. Mmh. Und also wie gesagt, wir bewerten über die Sendung hinweg, dann nehmen wir uns einfach das Recht raus, das zu tun. Aber vorher wollen wir ein bisschen was erfahren über Sie und Ihr Leben. Und wir sind mal auf die Straße gegangen mit einem Bildchen und haben Leute draußen gefragt, hey Freunde, der Herr auf dem Bild, was könnte der machen? Wie könnte der heißen? Und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns an. Das wir zusammen hier im Studio. Da kam ganz viel bei raus. Ihr schaut es euch auch an, dann sehen wir uns gleich wieder. Lebenslauf ab. Wie könnte dieser Mann heißen? Karl-Heinz. Can we call him Hans? Hans Obermeier. Das schaut aus wie Hans. Franz heißt der. Josef. Horst. Ernst Heinzacker. Wie alt ist er ungefähr? 60? Ende 70? Ja, irgendwie 65. 65? 65? 78? 50. 60. 60. Okay, 60. 60, 68. 68. 60. Okay. Was glaubt ihr, macht ihr beruflich? Er ist Reformpädagoge. Schriftsteller. Buchsteller oder sowas. Irgendwas. Er könnte Politiker sein. Politiker? Das ist der, der heute Homer Simpson spricht vielleicht, oder? Ich. Oh mein Gott! Verrückte Leute da draußen unterwegs. Ja. Aber woher kannte der eine sich gleich schon so? Das ist doch der Homer Simpson spricht. Das werden wir gleich rausfinden, aber jetzt erstmal so ein bisschen ein Blick zurück in die Vergangenheit. Ich notiere das auch alles bei uns auf unseren wunderschönen Lebenslauf hier. Oh Gott, das auch noch. Oh Gott, unser Stift ist am Boden, aber ich nehme einen anderen. Darf man am Alter fragen, mit Sicherheit? Wie alt sind Sie denn? Ja, ein bisschen älter als Mickey Mouse jetzt. Der ist doch gerade 75 geworden. Also noch ganz gut in Schuss. Ja. Scheinbar gut in Schuss einfach hin. Ich glaube, das ist besser. Also älter als 65 oder jünger? Ja, älter. Wie viel? Nie wieder 80. Oh. Ja, dann, wie schreibt man Schuss eigentlich mittlerweile? Mit 2 S, gell? So war das. Ja, das wird verschieden geschrieben. Gut in Schuss, das lassen wir so stehen. Und Geburtsort war wo? Buenos Aires.
Buenos Aires? Buenos Aires. Wie kommt man dazu? Ja, meine Eltern waren ausgewandert. Mein Vater war drüben an der Zeitung. Meine Mutter hat die Deutsche Stunde im Radio geleitet. Na ja, jedenfalls, die sind in der Rezession damals rüber nach Argentinien, 22. Und die Mutter war schon beim Radio, also so ein bisschen Medienaffinität war schon da? Ja, schon da. Die war auch Lektorin früher und so und alles. Okay, aber dann ging es auch wieder zurück nach Deutschland. Ja. Und da haben Sie ja dann auch die ersten Versuche im Theater gestartet, soweit ja, ich erst, weiß. Ja, erstmal muss ich Schauspielschule. Schule und dann Schauspielschule. Okay, also... Und Schule habe ich abgebrochen. Wegen der Schauspielschule? Ja, das war nun sehr... Meine Mutter bekam eines... Meine Eltern waren geschieden dann. Und meine Mutter bekam eines Tages einen Brief von der Schule, warum ich denn seit 4 Wochen nicht mehr auf der Schule sei. Dann gibt's Ärger? Gab's Ärger? Und da war ich schon 4 Wochen auf der Schauspielschule, ohne dass ich es wusste. Und was hast du dann dazu gesagt? Also ja, hast du dann gemeint, nein, das war, gut, Bub, werde Schauspieler? Oder hast nein, du ja gesagt, das, lern was Richtiges? Nein, das liegt bei uns in der Familie. Mein Großvater war Schauspieler auch schon. Okay. Mütterlicherseits. Das ist oft so, dass in solchen Familien, wo also das meistens so richtige Schauspielfamilien, dass es da gibt. Ja, nicht so ganz, weil das sind man sagt ja immer, es wird eine Generation übersprungen und so war es dann auch. Okay, zu anderem hatte ich kein Talent. So geht es mir auch, aber ich bin nicht mal ein guter Schauspieler, glaube ich. Aber dann hat es ja auch ganz gut funktioniert, also Schauspielschule nicht abgebrochen, also die schon durchgezogen? Ja, sicher. In der Fußball war vor allem das Schwierige. Es war ja damals die Zeit, muss ich dazu sagen, wo keiner Geld hatte und es war ja 49, sowas, 48. Wie überlebt man dann als Schauspieler eigentlich? Also, wenn man auf die Schule geht und... Ich war im Schauspielstudio Zerboni und musste, um ein Stipendium zu bekommen, die Prüfung bei der Falkenberg-Schule machen. Okay. Also, und es hat aber geklappt mit dem Stipendium. Hat geklappt. Und was macht man dann nebenbei? Also ich meine, die Schule ist dann bezahlt und sowas, aber man muss ja überleben. Also. Ich habe da schon Kabarett gespielt, habe Theater gespielt schon und habe Funk gemacht. Was man heutzutage ja nicht mehr darf, wenn man auf der Schule ist, nicht? Okay, darf man nichts, machen? Nein. Ja gut, aber wie muss man sich das dann so vorstellen? Also wann war das ungefähr, welche Zeit so? Wie alt waren Sie da? Ja, das war 1948, 47, 48. Ich meine, da sind ja jetzt die äußeren Umstände ja doch eigentlich eher nicht so, ich werde jetzt mal so ein bisschen hier Schauspieler, das da ist ja so, 17, so ein Traumleben. 18, also, 17, 18, 18 ist, Jahre war ich auch. Also da haben sich ja andere Leute mit ganz anderen Dingen in der Zeit beschäftigt und dann so Schauspieler zu werden, da wird doch die Mutter sicherlich sagen, hey Bub, lern was Kleines, werd Anwalt oder sowas. Ich meine, schau mal, was da draußen los ist und du willst hier Schauspielerei machen. Ja, nein, hat sie eigentlich nicht. Also sie war schon stolz? Ja, oder? Nein, ist stolz zu finden und hoffentlich schafft das. Okay, hat ja auch funktioniert. Worauf ich hoffe, ist auf einen guten Kaffee. Und wir könnten jetzt ja eigentlich mal anfangen, langsam ein bisschen Kaffee zu machen. Falls Sie Hilfe brauchen, meine Kollegin, die Daniela, die hilft Ihnen gerne. Ich glaube, Wasser ist schon drin, viel müssen wir gar nicht reintun. Aha. Wir können uns ja auch nebenbei noch unterhalten. Aber ja, also, Sie haben ja auch beim Forsthaus Falkenau mitgespielt. 200, wie viele Sendungen waren es? Ja, das waren 20 Jahre auch. 20 Jahre. Was das war, genau, ja. Und wie ist es denn so, in so einer Serie mitzuspielen? Geht einem das nicht irgendwann auf die Nerven, so immer denselben? Also, der Charakter verändert sich ja dann nicht wirklich, oder? Nee, das ist ja immer dieselbe. Aber es gibt eine schöne Geschichte davon. Ich gehe eines Tages über den Viktualienmarkt. Okay. Und plötzlich kommt ein älterer Herr auf mich zu. Damals, muss ich dazu sagen. Was heißt denn damals? Das ist ja, schon länger her. Und sagt, sagen Sie mal, geht's Ihnen denn besser? Und ich sagte, wieso, was ist? Ja, Sie hatten doch einen Herzinfarkt. Ich hatte... In der Sendung einen Herzinfarkt? Ja, natürlich, klar. Der hat das natürlich ernst genommen. Aber ich meine, ich finde das auch, damit muss man auch dann erst leben können, weil die Leute dann ja nicht mehr zwischen Realität und Schauspiel unterscheiden können. Also nee, ich meine, wenn man jetzt halt einen Bösewicht spielt, dann ist man halt draußen wahrscheinlich mögen einen die Leute. Nein, die können sich nicht also, unterscheiden, das ist wirklich wahr. Also das ist da gibt es eine herrliche Geschichte, ich habe Theater gespielt, Prozess Jesu. Das ist ein 3-Stunden-Stück gewesen. Und ich habe den Ankläger da drin gespielt und die ganzen Zeugen, die aufgerufen werden, sitzen im Publikum. Okay. Und an einem Nachmittag, plötzlich bei einer Nachmittagsvorstellung, kam von einem Kollegen kein Wort. Jetzt stehst du natürlich da oben, musst du improvisieren. Ich habe gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig? Es fällt dir eine Wahnsinn. Ich sagte, was soll ich denn machen?
Hinter mir saß ein solcher Prügel. Immer wenn ich aufstehen wollte und was sagen wollte, kam die Pratze von dem, der mich runtergedrückt hat, halt's weiß aber, sonst hau ich da rein. Was machst du da? Aber wie gesagt, Improvisieren ist ja auch beim Schauspielern wichtig und wie, beim Synchronsprechen auch, Sie sprechen, da darf man nicht improvisieren, das ist alles vorgegeben. Und also ich möchte jetzt aber, bevor wir jetzt zu der Synchronsprechsache kommen, weil es mich noch interessiert, also wenn man jetzt 20 Jahre lang denselben Charakter spielt, dann nebenbei, also macht man nebenbei noch irgendwelche Filme oder ist es dann auch schwer für Leute zu begreifen, hey, das ist doch der Mensch aus Forsthaus Falkenau und jetzt spielt er so einen ganz anderen Charakter, also das muss doch für die Leute auch schwer sein. Ich habe von Anfang an die Homer-Stimme nicht mit meiner normalen Stimme gesprochen. Das ist auch sinnvoll. Sonst, sonst wäre ich für sämtliche Produktionen gestorben gewesen. Sagen sie, ah, das ist ja Homer. Wie geht der Homer nochmal? Ja, so geht er. Ich finde es unglaublich, Freunde. Und wir waren auch mal draußen und haben Leute gefragt, so, was denn ihre Lieblings-Simpsons-Figur ist. Ich meine, jeder kennt die Simpsons und sie sind seit 22 Jahren dabei. Schauen Sie selber eigentlich Simpsons? Wenn ich Zeit habe, ja. Oder nur in der Arbeit dann quasi? Ja, ja. Na, logisch, da muss ich es ja sehen, sonst kann ich es ja nicht synchronisieren. Ne? Und wie ist es denn? Mir fehlen gerade wirklich die Worte. Ich bin ja großer Simpsons-Fan und es ist für mich eigentlich eine Ehre und ich will eigentlich später auch noch auf mein Handy wahrscheinlich irgendeine Ansage haben von ihm. Aber da kommen wir erst dazu noch. Schauen wir uns vorher erstmal an, was die Leute draußen über ihre Simpsons-Figuren gesagt haben und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier mit Norbert Castell in einem wahnsinnig tollen Bewerbungsgespräch. Ich werde bewerten, ich bekomme Kaffee gemacht und Homer Simpson bleibt bei mir noch die nächsten 25 Minuten sicherlich. Okay.